Shalvea kocht. Tamagoyaki, japanisches Omelett. Dafür brauche ich Eier, Mirin, Sojasauce, Salz, Zucker. Ich habe in diesem Fall Rohrzucker genommen. Man kann es auch mit Lauchzwiebeln, respektive grünen Zwiebeln füllen. Und zuerst machen wir das Sößchen. Zucker und Salz, mischen ein bisschen Sojasauce dazu. Im Verhältnis 2:1, also 2 Sojasauce, 1 Mirin. Das löse ich auf. Und dann mixe ich die Eier da rein. Es gibt auch Rezepte, da kommt Dashi mit dazu. Dann erhitze ich Öl in der Pfanne, bis das einigermaßen warm ist. Und dann kommt eine Kelle der Eimischung da rein und wird durchgebacken. Wenn das einigermaßen soweit ist, wird es vorsichtig in der Pfanne gerollt und dann kommt die nächste Ladung dazu. Hier könnte man jetzt Füllung drauf machen, wenn man lustig wäre. Dann wird das so lange wiederholt, bis die Eimasse weg ist. Bei mir reicht es mit den 4 Eiern normalerweise für 3 Runden. Wenn das soweit fertig ist, kommt das hier auf eine Bambusmatte, die man auch zum Sushi-Rollen benutzt, wird eingerollt. Ich habe die Frischhaltefolie dazwischen, damit das nicht so festbebt. Und dann lässt man das ein bisschen abkühlen. Aufgeschnitten in ungefähr 2 cm Stücke sieht das so aus. Super lecker! Guten Appetit!